So, in der Rückenlage die Füße am Boden abstellen und das Becken langsam hochrollen und wieder senken. Beschreiben Sie hier nur ganz kleine Bewegungen mit Ihrem Becken. So, und wieder entspannen. So, nun beide Knie entspannt zu einer Seite am Boden ablegen. Drehen Sie dabei den Kopf in die Gegenrichtung, atmen Sie gleichmäßig und ruhig. Die Beine vom Boden heben, zur anderen Seite am Boden ablegen. Den Kopf wieder in die gegengesetzte Richtung drehen. Beine wieder zur anderen Seite am Boden ablegen. Die Knie wieder zur Brust ziehen und Entspannung. Die nächste Übung ist eine Entspannungsübung. Legen Sie sich auf den Rücken, ziehen Sie die Knie zur Brust, legen Sie die Hände in die Kniekehlen und drücken Sie die Knie sanft zur Brust. Lassen Sie dabei das Becken am Boden. Atmen Sie gleichmäßig und ruhig. Und wieder lösen. In der Rückenlage ganz entspannt die Füße am Boden abstellen und nun langsam das Becken Wirbel für Wirbel vom Boden hochrollen. Heben Sie den Oberkörper maximal bis zur Mitte der Brustwirbelsäule und senken Sie wieder langsam Wirbel für Wirbel ab. Entspannen und das Becken wieder nach oben rollen. Thank you.
Wichtig bei dieser Übung ist die Rollbewegung des Beckens. Und noch zweimal wiederholen. Und wieder entspannen. So, für diese Übung können Sie die Beine ruhig ein bisschen angewinkelt lassen. Versuchen Sie zuerst aufrecht zu sitzen, strecken Sie dann die Arme so weit wie möglich nach oben und wieder entspannen. Zuerst aufrecht sitzen, die Arme nach oben strecken, wieder entspannen. Noch zweimal. Weit nach oben strecken. Entspannen. Und noch einmal. Und lösen. Für die nächste Übung ist es wichtig, dass Sie wieder aufrecht sitzen. Nehmen Sie die Arme vor den Körper und drehen Sie nun den Oberkörper zur Seite. Wichtig ist, dass Sie dabei aufrecht bleiben. So, noch zweimal. Und entspannen. So, den Oberkörper wieder aufrichten und den Hals strecken. Neigen Sie nun den Kopf zur Seite. Bleiben Sie in dieser Dehnung für einige Augenblicke. Wieder lösen und den Kopf zur anderen Seite neigen. Achten Sie darauf, dass die Schultern entspannt bleiben, wieder wechseln und versuchen Sie, mit dem Ohr zur Schulter zu gelangen. Nur dann erzielen Sie eine gute Dehnung hier im seitlichen Halsbereich. Und wieder wechseln. Und noch zweimal. Und wieder entspannen. Die Schultern kräftig hochziehen. Und ganz entspannt fallen lassen. Dabei einatmen, wenn Sie die Schultern hochziehen und ausatmen beim Fallen lassen. So, noch zweimal kräftig hochziehen, entspannen und noch einmal. So, zuerst das Kinn über die linke Schulter drehen und über das Brustbein hinüberrollen zur anderen Schulter. Über der Schulter das Kinn wieder hochheben
und zurückrollen auf die andere Seite. Achten Sie darauf, dass die Schultern ganz entspannt bleiben. Und denken Sie wieder daran, aufrecht zu sitzen und genießen Sie die Bewegung. So, noch zweimal. Und entspannen.